Als ich in den frühen 90er Jahren noch hier studiert habe, gab es den Begriff Gefährder noch nicht. Und als der Begriff das erste Mal auftauchte, war die Reaktion Erheiterung über irgendwelche juristischen Vollidioten, die keine Ahnung haben. Inzwischen gibt es da nichts mehr zu lachen, denn dieser Begriff wird inzwischen sogar von Justizministern völlig skrupellos verwendet, als ob das eine völlig normale Bezeichnung wäre und nicht ein rechtlicher und ethischer Skandal, eine rechtliche Tragödie. Ein Gefährder ist jemand, der es nicht einmal bis zum Verdächtigen geschafft hat. Und seit gut 10 Jahren arbeiten die gekauften Intellektuellen des Staates, die Huren der Fürsten, Zitat Büchner, mit Fiebereifer daran, diesen Begriff zu normalisieren. In geradezu verbrecherischer Weise vergewaltigen diese Juristen jede Ethik und ermorden den letzten Funken von Recht. Sie erreichen neue Tiefpunkte der Verkommenheit und Niedertracht, wie sie selbst unter Rechtspositivisten selten jemals beobachtet wurden. Zuletzt wohl in der Nazizeit, als der Begriff des Untermenschen normalisiert wurde. Und nein, das ist nicht das Stilmittel der Übertreibung, sondern tatsächlich der einzige Vergleich, der in puncto Widerwärtigkeit angemessen erscheint. Das Ergebnis der völligen rechtlichen Bankrotterklärung sieht man in Bayern. Dort kann man ohne Gerichtsverfahren lebenslang weggesperrt werden. Kein Witz. Das war 2017 sogar eine Zeit lang in den Medien. Inzwischen scheint das völlig normal zu sein. Keiner kräht mehr danach. Ich möchte daran erinnern, dass dieses Gesetz in Bayern immer noch gilt. Die Leute, die das beschlossen haben, sind nicht etwa in Sicherheitsverwahrung und Behandlung. Nein, diese Verbrecher laufen immer noch frei herum. Und was wird der nächste Schritt sein? Es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten Verbrecher eine Vorstufe zum Gefährder erfinden werden, eine Art potenziellen Gefährder, womit dann endgültig jeder erfasst wäre. Dann wird der Staat das Recht haben, jeden ohne Grund für ewig wegzusperren. Und der nächste Hitler oder Stalin, der zweifellos kommen wird, hat alle Werkzeuge der Tyrannei bereits gebrauchsfertig in der Hand und wird diese Gesetze nicht einmal mehr umschreiben müssen.